Servus, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play Pflanzen vs. Zombies 2. Wir haben im letzten Part das Jurassische Moor abgeschlossen und haben den Schlüssel erhalten für den Riesenwellenstrand. Also wir haben im letzten Part wirklich ziemlich gut Gas gegeben und haben wirklich die letzten Level auf Anhieb noch geschafft und haben Zomboss, also dem guten Edgar, wieder mal eins nach dem anderen mal so richtig in die Fressleiste gegeben. So, jetzt startet der Riesenwellenstrand und dieses Level wurde mir schon vorneweg schon gesagt, dass es ziemlich anstrengend sein soll. Ich bin mal gespannt. Wir haben wieder 32 vor uns, kriegen wieder neue Pflanzen und dann ist eigentlich nur noch die Moderne dran und dieser Dimensionsriss, wo am Ende da sein sollte, wenn es überhaupt ein Level ist. Wir werden es mal abwarten. Ich bin mal gespannt. So, bevor wir jetzt anfangen, ich bin euer Arcadia Supreme. Also wenn euch das Video gefällt, beziehungsweise mich unterstützen wollt oder Teil der Arcadians werden wollt, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen netten Kommentar. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen, wenn es euch interessiert. Da gibt es so andere Projekte, wo gerade im Laufen sind, unter anderem Pokémon Kristalle aktuell und andere Dinge, wo schon abgeschlossen sind. Also würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Müsst ihr natürlich selbst wissen, eure Sache, klar. Ansonsten würde ich sagen, wir starten jetzt mal in den Riesenwellenstrand und ich bin jetzt mal gespannt. Wir haben den höchsten Schwierigkeitsgrad erreicht, das kann nur böse werden. Starten wir den ganzen Spaß in 3, 2, 1. So, Riesenwellenstrand. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, sieht auch mehr wie ein Urlaubsparadies aus. Auch schon wie die Muscheln hier sind. Total geil. Da haben wir ein Seerosenglatt. Das macht mir jetzt schon Sorgen, weil das ist 100 Pro ein Wasserlevel. So, der Schlingtang ist mit am Start. Was haben wir denn noch alles? Oh, geil, die Bowlingknolle. Die ist lustig. Und, ja, das kann hart werden. Ich bin mal gespannt. Das sieht auch wieder aus wie unser Unendlichkeitslöffel. Oh, geil, das Krokodil. Okay, die so heißen die also. Nice, sehr schön. Finde ich gut. So, und der Bananenwerfer. Können explosive Bananen auf ein beliebiges Rasenfeld schießen. Okay, das scheint mir das Pendant zur Maiskanone zu sein, aber gut. Wir warten jetzt mal ab. Wir starten jetzt direkt mit dem ersten Level und geil, Aloha. Auch nicht schlecht. Schön. Und versuchen das Beste jetzt rauszuholen, was geht. Ich lasse mich schon mal überraschen, weil ich auch nicht weiß, was passieren wird. Dementsprechend. Auf geht's. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin gerade ein bisschen nervös, weil aber wirklich was zu ungewissert ist. Oh, man sucht sich. Seht diesen wunderschönen Strand an. Hier gibt's alles, was ein Gärtner braucht. Sonne, Sand und Wasser ohne Ende. Yeah. Vorsicht, Benutzer Dave. Man ist denn so anzeigen, anders als Zombies auf deinem und viel zu viel Wasser. Zu viel für die Pflanzen. No Problem. Wir platzieren einfach ein paar Seerosenblätter. Dann können die anderen Pflanzen auf den Wellen reiten. Mama! Oder wie der Selbstspezialist sagt, einen Hangtan hinlegen. Ja, Penny, sehr lässig. Okay, sehr geil. Okay, gut. Wir haben das Seerosenblatt schon vorne ab. Das ist nice. Was sagt denn unser Rasen? Okay. Okay, ich hab's verstanden. Das heißt, wir können vorneweg nur mit Seerosenblätter hantieren und hinten raus nur mit Pflanzen. Okay, sehr interessant. Das scheint so ein... Boah, hoffentlich haben wir es nicht mit Gezeiten zu tun, Leute. Das ist meine größte Angst, wo ich habe, dass wir Gezeiten haben. Dass die dann im Prinzip, dass das Meer zurück und vorgeht. Boah, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. Alles klar. Gut, dann nehmen wir mal, was wir eben nehmen. Ich hätte jetzt ganz gerne unsere Urzeit-Sonnenblume und für den Anfang auch gerne unsere Urzeit-Erbsenkanone, weil die sind einfach nur genial. So. Obwohl, die Erbskanone können wir auch weglassen. Die Urzeit-Erbskanone, auf jeden Fall diese Urzeit-Sonnenblume, das ist geil einfach und die brauchen wir unbedingt. So, was wir jetzt noch mitnehmen können. Parfümpilz ist nicht mehr relevant in dem Level. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil ich auch nicht weiß, was uns noch erwartet. Gut, wir haben es hier mit normalen Zombies zu tun. Auch schön, wie sie hier diese Elvis locker haben. Geil. Gut, ich lasse mich wieder ablenken. Sehr schön. Jetzt nehmen wir mal unseren Blitzschliff wieder mit. Den hatten wir schon ewig nicht mehr im Team. Okay, unseren Magnetpilz. Die Fäuste Gottes. Was wir eventuell noch in Erwägung ziehen könnten, ist auf jeden Fall der Lenkdistel. Den haben wir auch schon lange mehr gehabt. Und wir nehmen als Verteidigung unseren Endurian mit. Ich denke mal, dass es eine recht gute Verteidigung sein kann am Anfang. Wir werden es sehen. Ich bin mal gespannt. Es kann eigentlich... Ich denke mal, es wird wehtun. So, starten wir den ganzen Spaß. Schauen wir mal, was in diesem geilen Wellenstrand hier so abgeht, Freunde. So, und pflanzen jetzt erstmal unsere erste Urzeit-Sonnenblume. Okay, die Musik ist nice. Geil, so ein richtiges Strandfeeling. Sommer, Sonne, Sonnenschein, ab in den Süden. Ja, geil, das feiere ich ja ein bisschen gerade. So, okay, perfekt. Da, okay, da können wir die Luftseerosenblätter setzen. Gut, das hätte ich auch nicht anders erwartet gerade. Okay. Was setzen wir? Ja, okay, das war jetzt total dumm. Das war total dumm eigentlich. das war im Prinzip verschwendet. Okay, man lernt dazu. Alles klar. Dann setzen wir da mal einen hin. Okay. Das Schöne ist, mit den Urzeit-Sonnenblumen kriegen wir halt große Sonnen. Das ist halt genial. Das finde ich halt klasse.
So, einmal dahin, da kannst du schon mal drei Felder abdecken. Perfekt. Okay, nice. Das sieht doch schon mal recht angenehm aus. So, du dahin. Und mit denen schon mal weghauen können. Ich denke mal, in dem Level wird es wichtig werden, dass wir gezielt uns gut vor allen Dingen diese Rosenblätter setzen werden. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass das noch nervig werden kann. So, alles klar. Das passt. Du noch dahin, damit der jetzt auch nochmal weggebrutzelt wird. Die brauchen alle mal so einen schönen Sonnenbrand, ey. Okay. Du noch dahin, dann haben wir schon mal soweit die erste Verteidigungswelle stehen. Ich frage mich, ob die Linkdisten nur hier treffen oder auch da. Das würde mich jetzt auch mal gleich mal interessieren. So, du noch dahin. Perfekt. So, jetzt wird aus allen Rohren schon mal geballert. Das ist schön, das finde ich nice. Okay, ich setze mir mal ganz gezielt mal dahin für den Fall der Fälle. Obwohl ich der Meinung bin, dass es jetzt gerade nicht so gut war, aber gut. Aber das wird schon der heilige Pack Scheu mit den Fäusten Gottes schon mal regeln. Sehr nice, sehr nice. Okay. So, du dahin. Da steht unser Edurian, da brauchen wir uns den großartigen Schritt zu kümmern gerade. Sehr schön. Und jetzt kommen hier erstmal die Lenkdisteln. Ah, sehr schön. Okay, die treffen die auch im Wasser. Hätte auch sein können, dass es nicht funktioniert. Man weiß es ja nicht. okay. So. Die Musik ist geil. Die gefällt mir richtig gut. Das habe ich im Jurassischen Moor ein bisschen vermisst. Weil da war ja fast gar nichts an Musik. Das war ein bisschen schade. Weil so ein bisschen blödes Gedudel war das gewesen. Mehr auch eigentlich nicht. Und ich finde ja gerade Musik in Videospielen macht viel aus. So. Brauche ich auch die zweite Lenkdistel noch. Packscholl regelt das schon alleine. Die werden wir nämlich dann nochmal da hinsetzen, ein bisschen versetzt. Ich habe die Lenkdistel halt wirklich nur, falls sie mal zu nah kommen, dass sie die hinteren Reihen auch ein bisschen abschützen können. So, wunderbar. Sieht doch schon mal recht gut aus, wenn wir anfangen. So, perfekt, du kommst weg. Setzen wir die Star noch hin. Perfekt. So, was setzen wir denn statt da hin jetzt? Das ist auch eine gute Frage. Könnten wir eigentlich schon eine Sonnenblume hinsetzen, so zwei Stück. Wir brauchen sowieso immer ein bisschen Sonnen. Okay. Sehr nice. So, du kommst da hin. Und schützt schon mal uns. Ich denke mal, dass wir das ziemlich oft und ziemlich viel brauchen werden. So, perfekto, amigo. Nice. Sowas finde ich toll. Das macht mir ja richtig Spaß gerade. Vor allen Dingen, weil die da... Geil. Einfach mal weggebrutzelt, ey. Ich habe unser Bildschirm schon ein bisschen vermisst, ey. Ohne Witz. Ich denke mal, dass wir den noch versteckt jetzt ansetzen müssen oder werden. So. Hab schon gesagt, dass ein Durian in Kombination mit Pak Choi einfach genial ist. So, noch eine Pflanze. Sehr schön. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Pflanzen wir eigentlich haben für den Zentgarten im Moment. Das dürfte eigentlich ein bisschen was sein. Sehr schön. So. Okay, meine lieben Freunde, damit haben wir das erste Level schon mal durch und haben das Seerosenblatt erhalten. Sehr nice. Das wird uns jetzt natürlich helfen. Ich habe, wie gesagt, die Befürchtung, dass die Wellen wahrscheinlich noch ziemlich weiter nach hinten gehen. Aber das werden wir Aloha-mäßig, also hawaiianisch, werden wir das jetzt einfach mal schön ein bisschen ausmerzen. Deswegen, das Seerosenblatt ist jetzt essentiell, das müssen wir mitnehmen. Da werde ich mich auch so anhand der Art und Weise an die Strategie aus dem ersten Pflanzenwurst so ein bisschen rantasten. Ich werde mal gucken, was wir so haben. Okay, so, wir haben sogar eine Mission erfüllt, das ist geil, weil, brauchen wir sowieso mehr mal. Holen wir auch gleich mal alles ab. So, ein Strandtag ist nur mit den Seerosenblättern komplett. Mit ihnen kannst du auf Wasser pflanzen. Geil. Okay, gut, alles klar. Nehmen wir mal gleich mal mit, weil ich würde gerne auch ein paar Samen haben. Wer weiß, was wir da kriegen, anständig. Geil. Steckt im Surfbrett im Hals. Auch nicht schlecht. Okay. Die werden auch immer blöder. So, Seerosenblatt ist auch schnell aktiv, deswegen das läuft eigentlich. Perfekt. So, da können wir jetzt auch nichts mehr machen, großartig. Also, ab ins nächste Level nach der kurzen Unterbrechung. Ja, und dann starten wir in die nächste Runde unseres schönen Urlaubs. Ich bin gespannt. Was ist das? Blitzer Dave, meine Daten zeigen mir, dass wir auf die Gezeiten achten müssen. Ach du ich hab's gewusst, ey. Ich hab's noch gesagt, ey. Ich hab's eben noch gesagt. Okay, wie können wir uns gegen Gezeiten vorbereiten? Ich denke mal, das wird er uns jetzt sagen. Alter Penny, du hättest noch ein bisschen warten müssen mit dem Rotz. Ich hab gehofft, dass ich mal einmal im Leben falsch lieg. Soll das heißen, wenn die Flut kommt, überschwemmt sie unsere... Ja, leider ja, aber an der Flutlinie kann man sehen, wie hoch das Wasser steigen wird.
Lano. Es kommt die Flut an die Elbe. Wer kann das erklären? Naja, zum Beispiel ein Wissenschaftler benutzt der Dave. Geil. Okay, also ihr wisst ja schon, dass Ebbe und Flut vom Mond abhängig ist teilweise. Also fast eigentlich nur vom Mond abhängig ist. Die, desto näher der Mond ist und ich glaube, desto mehr Flut haben wir. Und ich glaube, desto weiter weg er ist und desto mehr Ebbe haben wir. Sowas in der Richtung. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte, aber ich weiß, was Ebbe und Flut ist. Also das ist schon mal klar. Nur, ob das jetzt von der... Wie es jetzt von der Entfernung des Mondes aussieht, ich meine, so wie ich es ja gesagt habe, aber gut, alles klar, ich babbel wieder Unsinn, ich versuche wieder irgendwas wissenschaftlich zu erklären, von dem ich keine Ahnung habe, sehr nice. Okay, wir machen dieselbe Taktik wie eben, weil es eben ganz gut funktioniert hat, nehmen die Lenklist jetzt auch noch mit und den Endurian. Wo sind das Teil überhaupt? Endurian, hallo, wo bist du? Ich suche dich, mein Freund. Da ist er, ja. Okay, das ist so die Standverteidigung, die wir jetzt mal ein bisschen fahren werden. Jetzt muss ich gerade mal nur überlegen, was können wir denn noch dazu nehmen? Was haben wir schon lange nicht mehr gehabt? Seerosenblatt. Wo ist das Seerosenblatt? Alle brauchen ein Seerosenblatt. Ohne das Ding ist mir tot, ey. Das ist mir aufgeschmissen. Geil, du magst mal upgraden. Boah, geil. Jetzt ist so wie Spinat für Popeye, ey. Jetzt kriegt das Ding so. So richtige Fäuste. Das wäre richtig geil. Stell dich mal vor, der würde jetzt wieder Pack Scheuder einfach, wenn die kommen, da einfach reinfleischen. So richtig gegenknüppeln. Das wäre lustig. Okay. Gut. Ich bin wieder total. Alles klar. So, dann gehen wir mal jetzt hin. Ja, wir nehmen mal die Wintermelone mit. Ob das jetzt sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Achso, ist das nicht blöd. Okay, dann nehmen wir doch den Blitzschlief lieber mit. Den brauchen wir, aber ich will die Wintermelone einsetzen. Ich werde es ein bisschen versetzt setzen, dann. Okay, mein deutsches Cinema 1A der heute. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt passiert, wenn wir da jetzt normale Pflanzen setzen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die weggeschwemmt werden. Das ist natürlich nicht so toll. Alles klar. Gezeiten achten, ey. Gezeiten achten. Er kam auf die bescheuerte Idee mit den Gezeiten. Ich meine, das ist geil. Die Rasenmäher sind auch geil. Das sind Motorblätter. Auch schön. Da haben sie einfach von den Motor... Von den... nice. Haben sie einfach von den Booten einfach mal die Dings abgeschraubt. Wie geil ist das denn? Schön. Okay. Gut. Geil. Der nächste Bruder kommt, der freut sich. Ah, da kommt die Ebbe schon. Die Flut anscheinend. Okay. So, das steht schon mal. Das ist nice. Ah, die laufen sogar über die Dinger drüber am Strand. Oh, das ist natürlich mies. Gut, okay. Ich hätte nämlich ganz gerne hier drei Reihen mit der Melone, wenn es hinhaut. Deswegen tun wir das ein bisschen versetzt setzen jetzt. Wir könnten hier schon mal auf jeden Fall... Ich habe irgendwie Angst, dass die weggeschwemmt werden. So. Da kommen die Wintermelonen hin. Da kommen auf jeden Fall die Lenkdisteln hin. Wunderbar. Da noch eine. So, nice. Passt. Dann tun wir mal hier ein bisschen vorbauen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass das, dass die uns hier... Ach, fuck, der war falsch gesetzt. Dass die uns die Dinge streitig machen. Also, ja. Also ich habe, wie gesagt, die Befürchtung, dass die uns die Pflanzen wegholzen. Und das muss natürlich nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Okay, du kommst da hin. Setzen wir hier schon mal ein paar Scheu hin, dass es gleich aufs Maul gibt, wenn sie zu nah kommen. Und jetzt hätte ich ganz gerne Sonnen, damit wir die ersten Wintermelonen setzen können. Ich will hier schon mal ein bisschen verstärkt jetzt mal auf die ganzen Sachen gehen. Auf die Pflanzen so plus minus, wo wir noch nicht oder selten gehabt haben oder kaum gehabt haben. Damit wir auch mal ein bisschen Abwechslung in dem Laden kriegen. So, okay, du kommst dahin. Sehr schön. Ja, und ich glaube meine... Ja, ich habe recht. Meine Befürchtung ist nicht gerade unberechtigt gewesen. Okay, das ist mies. Das ist einfach mies, ey. Also wir müssen wirklich darauf achten, dass wir die Pflanzen vorher auf Seerosenblätter setzen. Ansonsten tut's weh. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die da jetzt anfangen würden, unsere Mannschaft zu zerfräsen, weil da, weil die Welle die Pflanzen wegholzt. Aber das ist gut, dass hier schon mal die Abgrenzung ist. Das heißt, wir sehen auch, was passiert. Sehr nice. Und vor allem, wie weit es geht. Okay, läuft. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung gerade. Okay, dann setzen wir jetzt mal unsere Zuhälterfront jetzt mal dahin. Die auch mal schön reinfeuern kann. Okay. Ich finde das geil mit den Rotorblättern, ey. Das ist mit den Motorblättern. Das ist geil. Haben es gerade mal aus den Schiffen abgeschraubt, ey. Das war 100% eine Idee vom Depp und Dave, ey. 100%ig. Oh, Mama, nimm mir einfach Motorblätter. Geil. So, dann noch ein Lenkdistel. Sehr gut. So, alles klar. Das sieht doch schon mal nice aus. Jetzt hätte ich gerne noch eine Wintermelone, damit es auch schön lohnt. Okay, sehr schön. Ich finde halt die Wintermelonen halt von der Aufmachung geil, weil die hat wirklich die Gegner halt verlangsamen, ey. Ihr habt ja schon im Jurassischen Moor gemerkt, dass es uns den Arsch retten kann teilweise und die sind auch sehr stark. Deswegen will ich die auch jetzt verstärkt erstmal einsetzen. So, du dahin.
Okay, sehr nice. Sehr schön. Ja, so ein bisschen Abwechslung ist nicht verkehrt. Okay. Ja, du noch dahin und dann ist das jetzt auch schon mal geregelt. So, dann kommen die ganzen Eimerspacken. Aber mit einem, wir haben das schon gelernt, mit einem Magnetpilz kann man schon viel rausholen damit. So. Was setzen wir jetzt hier hin? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich bin voll im Bob der Baumeister-Modus gerade. Das ist geil. Vielleicht hier noch ein bisschen versetzt. Genau. Dass wir da vielleicht ein bisschen noch absichern können. Ich meine, zwei sind gut, aber einer ist gut, aber drei sind besser. Okay. Ja, komm. Ich will, dass es schön aussieht wenigstens. Also, ich glaube, da spricht so ein innerer Monk aus mir. Ich will, dass es einfach gut aussieht, wenn wir kämpfen. Und wenn wir verrecken, dann will ich wenigstens, dass wir mit Stil verrecken, Leute. Das ist so meine Art zu kämpfen und zu spielen. Ich weiß auch nicht. Ich habe da so irgendwie immer das Bedürfnis, dass es zwar effektiv ist, auch wenn es beschissen aussieht, aber trotzdem noch einigermaßen an Stil hat. Ich weiß, das war bescheuert, aber ach, jeder hat so seine eigenen Strategien, wie er immer kämpft. So, ab in die nächste Runde. Da würde ich mal sagen, holt die Surfbretter raus, Freunde. Die Welle gehört uns, das ist klar. Okay. Oh, Alter, wie oft kommt der Depp noch, ey? Man kann gegen Zombies aus der Tiefe. Was? Aus der Tiefe? Braucht man eine Pflanze mit dem Appetit eines Haifischs? Schade, worauf du ihn aus ins Penny, du meinst den Schnappe. In der Tat, seine scharfen Zähne können die Gezeiten nennen in unserer Schlacht. Hey, ich habe auch eine Idee. Wie soll man das die Schnappelwoche nennen? Geil, Schnäppchenwoche. Schön. Auch schlecht. Wenn es sein muss, benutze Dave. Wenn es sein muss. Ich finde es so geil, dass das unser Panelmobil, was der gebaut hat, das intelligenteste ist, ey. Okay. Ah, das ist mies. Okay. Wir haben wirklich schon mit Schnappen jetzt. Okay, das ist interessant. Alles klar. Dann setzen wir hier vorne an der Front schon mal ein paar hin. Zumindest, wenn wir wissen, dass die Zombies kommen. Geil, Alter, ich liebe das. Oh, geil, die Plinatoren. Sehr nice. Ich will die Schnapper nämlich so weit nämlich einsetzen, dass wir wirklich die Eimer weghauen. Ich glaube nicht, dass wir hier Magnetpilz noch kriegen würden. Das wäre natürlich nice, aber ich habe die Hoffnung nicht so. Okay, komm. Schnapp zu, Schnapper. Schnäppchen. Hui. Der ist auch schon hier, so krass wie so ein Hund. Geil. So, du dahin und du dahin. Dass die Front schon mal abgesichert ist und ich sehe schon, wir haben Erstschlaggarantie. Ich habe schon dran vergessen, die haben wir ja. Okay, sorry. Muss ich aufstoßen, mein Fehler. So, einmal du. Schön ist, die sind so langsam, dass da eigentlich gar nichts passieren kann. Das ist geil. Okay, also wenn wir das jetzt wirklich nur mit einer guten Reihe Schnappe überleben, dann ist es ja echt genial. Komm, hapa hapa, auf geht's. Yeah. Geil. Okay, kriegen wir noch einen Schnappe? Nö, anscheinend nicht. Okay, dann setzen wir hier mal unseren Vampir-Duplinator hin, beziehungsweise mit seiner geilen Elvis-Friese. So. Da kannst du hier noch ein bisschen absichern und du da noch ein bisschen absichern. Ich meine, wir müssen ja nicht alles unseren, Geil. Wir müssen ja nicht alles unsere Dings überlassen, unsere Duplikatoren. So, da gibt's ja gleich mal voll Breitseite rein. Ey, den hauen wir jetzt voll Breitseite rein, ey, egal wie. Geil. Was hat eigentlich der Schnapper als Spezial? Geil! Total geil! Wie so ein Staubsauger, ey. Ah! Das ist geil! Okay, das finde ich cool. Okay, das ist wie so ein Staubsauger, einfach mal die Zombies angesaugt. Auch nicht schlecht. Wie geil ist das denn? Schön. Okay, finde ich nice. Finde ich total nice. Okay, das feiere ich gerade total, gell? So, ach, Mann, ey. Ich sag ja, das Spiel ist sowas von derb, aber einfach nur geil. Einfach nur geil. Okay, der frisst da oben, das ist sehr schlecht. Sollen wir mal eine zweite Reihe Schnapper setzen, falls da einer kommt, weil die können ja auch die hinteren Reihen nämlich treffen. Ah, stimmt, die werden. Na, das ist natürlich mies. Die kriegen, die fangen dann an zu fressen. Okay. Na komm. Oh, die fressen aber ziemlich schnell, ey. Okay, das ist nice. Das ist sehr schön. Immer schön mal so vom Herzen von unten raus. Mal schön eine rausgerüpst, ey. Geil. Ey, ich will das nochmal sehen. Ey, wie kann man sowas nur feiern, ey? Da seht ihr ja, dass ich auch nicht mal alle Latten am Zaun hab. Wie geil. Ah.
Ach, Mann, ey. Das ist, warte, ich will, wenn ich hier sterbe, bei dem LP dann vor Lachen, ey. Ohne Witz, was mir jetzt schon gelacht haben und was da alles schon derbes passiert ist in dem Spiel. Ey, es ist unfassbar. Es ist einfach nur unfassbar. Ey, die hatten doch 100% den Drogentrip ihres Lebens, wie die das Spiel gemacht haben. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass die das nüchtern gemacht haben. Ich meine, Stephen King hat ja auch seine Bücher unter Kokain geschrieben. So zumindest laut Darstellung, also unter Alkoholeinfluss auf jeden Fall. Aber, hab ich mal gelesen. Also, ich meine, gut, wenn man solche Geschichten schreibt, dann muss man ja auch irgendwie, also nicht einer eine Klatsche haben. Ich kann mir vorstellen, dass der voll korrekt ist, der Typ. Aber man muss ja was in der Birne haben, wenn man muss ja was genommen haben, wenn man sowas schreibt. Also ich finde es total geil. aber wobei ich sagen muss, ich mag seine Filme, seine Bücher. Also ich bin ein riesen Horrorfan. Das ist sehr cool. So. Ich habe auch den Teil von seinen Büchern schon gelesen. Habe ja auch vieles an Filmen gesehen. Auch die S-Vorlage, den alten und den neuen. Die sind beide super auf ihre Art und Weise. Also total geil. Komm, Staubsaugerparty. So richtig schön. So richtig schön vom Herzen, Alter. Das ist geil. Das ist so geil. Stoßen die voll auf, ey. Okay, also bis jetzt war der Riesenwellenstrand noch keine große Herausforderung. Aber gut, das habe ich beim Jurassic Moor auch gesagt, bis dann dieser Volltopf, dieser Rüpelzombie kam, der einfach mal getankt hat, was das Zeug hat, weil er zu dumm war. Also... Es ist saugeil, Leute. Es ist saugeil. Also wenn das LP irgendwann zu Ende ist, da vermisse ich irgendwas. Da muss ich irgendetwas finden, was genauso ist. Weil ich finde es genial. Schön. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt, wie ich angefangen habe zu LP, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Spiel wirklich so geil wird. Also total genial. Okay, dann ab in die nächste Runde. Geil. Okay, die Werbung ging ziemlich lang jetzt. Da werde ich mal 2 Minuten draufhauen jetzt, weil das war ziemlich lang. Okay. Sieht der Kampfgnom aus wie eine Meerjungfrau? Okay. Gut, alles klar. Die Zombies werden auch mit dabei. Alles klar. Gut. Wir bleiben bei unserer Strategie, die wir eben hatten. Auf jeden Fall die Uhrzeitsonnenblume. Ich finde die einfach geil, Leute. Ich finde die geil. So. Was wir jetzt noch mitnehmen. Der Pak Choi, der war gut. Den behalten wir auch bei. Wir nehmen auch den Magnetpilz mit. Wir lassen den Endurian jetzt aber draußen. Hat uns nicht viel geholfen. So. Was könnten wir denn jetzt noch mitnehmen? Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Wir nehmen den Blitzschlief mit und mal den Sporenpilz, den wir auch schon lange nicht mehr hatten. So. Okay. Was wir aber auch jetzt brauchen, ist auf jeden Fall unser Seerosenblatt und wir könnten eigentlich, lasst mich mal nachdenken, Leute, brauchen wir noch was, irgendwas Durchschlagskräftiges, ja, die Wintermelone. So, mit dem Sporenpilz werden wir jetzt natürlich den ganzen Rasen jetzt hier auseinander dominieren, also das wird auch geil, das denke ich mir jetzt mal so, ob das jetzt hilft, ist eine andere Frage, aber wir haben schon mal die wichtigsten Pflanzen jetzt schon mal mit dabei. So, dann fangen wir mal ganz geschillt jetzt mal an, hier den Laden hier aufzumischen. Alles klar. So, du dahin. Solange wir keine Zombies haben, wie im Jurassischen Moor, wo anfangen von hinten uns aufzufressen, ey, weil das war ja einfach nur mies, sehe ich da eigentlich kein Problem gerade, dass wir das jetzt nicht auf normale Art und Weise gewinnen könnten. Aber ich lasse mich da natürlich auch nicht, also ich versuche zumindest, mich da jetzt nicht böse überraschen zu lassen. Es kann nämlich gut sein, dass da noch was in der Richtung kommt. Gar nicht so abwegig. So, okay, Baby. Und die nächste Sonnenblume. Und der erste Blitzschlief. So, ich setze mir da hin, weil ich brauche nur 2 von denen hier, von den Wintermelonen. Perfekt. Ich finde auch die Uhrzeitsonnenblume, die passt total geil ins Level. Finde ich. So, du da hin. Okay, da brauchen wir jetzt auf Trinkland, da oben jetzt noch eine. Okay. So. Das ist auch schon wieder so hässlich, Alter. Dass der hat Bikini an. Mann, das ist doch die Traumfigur, die man sich schon immer wünscht am Strand, oder? Mann, wie sexy, ey. Da könnte man die Krise kriegen. Okay. Du dahin, damit ich auf jeden Fall schon mal unsere Verteidigung nicht mal so weit habe. Okay. Ey, der Blitzschlief ist aber übermächtig, finde ich. So, und zack. Jetzt würde ich hier ganz gerne die Sporenpilze setzen. Jawohl, ich glaube, die Sporenpilze waren keine gute Idee gerade. Okay, machen wir das so. Okay, das funktioniert doch. Das finde ich gut. So. Sehr schön. Oh, Alter, die kommen ja wirklich aus dem Boden raus. Die kramen sich da durch. Was ist das für ein Protz? So, du dahin. Sehr schön. Oh, oh.
Okay, solange die Abaddon nicht komplett zufrieden, kann man die da drauf pflanzen. Ah, sehr schön, die kann man sogar im Nachhinein pflanzen. Das ist gut. Also wenn es mal wirklich notwendig ist, bin ich darauf angewiesen, erstmal die, sehr nice. Okay, sehr schön. Gut, du kommst da hin. Wir brauchen auf jeden Fall wieder unseren Zuhälter. Der muss unsere, unser Magnetfeld um einen Preis schützen, auf jeden Fall. So. Einmal hier. Geil. Oh, pff, gleich geköpft, ey. Das ist geil. Das ist einfach nur geil, alle. Das ist so ein richtiger asozialer Schläger, diese Pflanze. Das ist unfassbar, ey. Okay, jetzt habe ich die Wintermelone zwar mitgenommen. Rauchen tun wir zwar momentan nicht, aber für den Fall der Fälle, man weiß es ja nie. Vielleicht kann man ja auch hier die zwei dann irgendwann mal wegmachen. Weil ich glaube nicht, dass wenn die da vorne einen Zombie klatschen, dass die da sich da vermehren. Okay. Nee, passiert nicht. Da muss man schon Seerosenplatz setzen. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, weil das können wir ja nicht so einfach. Weil, Alter. Ja, das ist ja blöd, da können die auf dem Wasser ja gar nichts machen. Das heißt, wir müssen eigentlich die Ebbe abwarten. Okay. Gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Sehr nice. Dann machen wir dich mal weg. Ich habe nämlich jetzt genug für meine Wintermelone. Okay. Ja, man muss es ja mal austesten, Leute. Man muss es ja wirklich mal austesten. Also, ihr seht schon, ich tue hier schon sehr viel an, rumspielen mit dem ganzen Kram. Muss man auch ab und zu mal, wenn man gewinnen will. So, und zack. Desto langsamer die sind, desto besser für unsere Blitzschliefe. Die können dann, die haben dann mehr Zeit zum Anfeuern. Alles klar. Perfekto. Du dahin. Weil du musst ein bisschen nachhelfen, der packt das alleine nicht so ganz. Okay, sehr schön. So. Ja, ist das geil. Ich feiere das ja, ich feiere diesen Fall. Also das Level gefällt mir bis jetzt schon richtig gut, Leute. Ohne Witz. Das macht mir ja schon Spaß. So, okay. Ich finde es auch so geil, wenn die so Synchronkloppen machen, als ob die um die Wette schlagen, wer zuerst köpft. Geil. Okay. Perfekt. Gut. Level auch geschafft. Das heißt, Tag 4 ist jetzt auch durch. Das ist nice. Ich denke mal, für das nächste Level müssen wir reichen, für das Level 5. Dann haben wir schon mal die ersten 5 Dinge schon mal durchgejagt. Sehr schön. So, gesamte Pinata-Belohnung für das Quackadil. Quackudil. Er kommt nur auf Quackudil. Ich meine Quackamole, klar, Quackadil. Geil. Bananenwerfer, Alter. Die Banane sieht auch schon aus, als hätte sie den Sinn des Lebens verloren. Total bescheuert. Schön. Okay, nice. So, meine Freunde, dann würde ich mal sagen, wir werden jetzt noch mal ein bisschen die Sonne genießen und den Strand. Und, okay, wir haben auch noch keine neuen Zombies. Ah, oh, wir haben überlebt, verdammt. Okay, Schlingtang. Okay, die kann man wahrscheinlich nur im Wasser setzen, gell? Ja, die kann man nur im Wasser setzen. Ey, dass man aber auch ohne Vorwarnung einfach reingefeuert werden, das ist natürlich mies, ey. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Schlingt kann. Ob er ihn jetzt einfach so runterzieht oder. Okay, der verschwindet. Nice. Alter! Release, du Schlingtang! Geil! Schön! Okay, du dahin. Du kannst hier mal ein bisschen ballern. Das packst du allein. Das ist gut. Okay, wir haben auch die Walnuss dabei. Zwar die normale, aber eben noch besser als Verteidigung wie was anderes. Sehr schön. Da würde ich jetzt mal hingehen und würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt da eine hin und da eine hin. Bevor das jetzt noch daneben geht. So. Ein Schlingtan werden wir uns mal behalten. Ach, wo scheiß drauf. Was hat der eigentlich schon spezial? Oh, das ist geil. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Sehr schön. Okay. So, wichtig ist, dass wir die Einmal-Zombies jetzt erstmal mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Und der Rest, die Pylon-Zombies, die sind jetzt eigentlich keine große Kunst. Die werden die so schaffen, da mach ich mir auch keine Gedanken. Trotzdem werden wir hier anfangen, aber uns abzusichern. Falls die doch zu weit weiter vorkommen sollten, wie es eigentlich der Fall sein soll, dann können wir wenigstens ein bisschen dagegen gehen. So, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, da kommen diese kleinen Kampfzwerge. Die nerven natürlich auch extremst. So. Und eine Erbsenkanone allein ist nicht in der Lage, das Ding hier zu überleben. Okay. Ah, da unten gefällt mir schon mal gerade gar nicht. Da setzen wir mal eine zweite hin. So. Das kann so mehrere Frauenkostüme haben. Das ist total derb eigentlich. Das ist total bescheuert. So, da oben kommt der nächste Eimer-Zombie. Okay. Hm, jetzt will ich was wissen. Ah, der nimmt nicht alle mit. Der nimmt nur bestimmte Zombies mit. Okay, das ist nice. Das ist sehr interessant. Okay. Ich habe jetzt eher gedacht, wir gehen jetzt wirklich hin und. Ah, der hat den falschen mitgenommen, alle. Fuck. Gut, dann nehmen wir erstmal den mit. So, da oben noch eine Walnuss, dass wir abgesichert sind. Du dahin? Okay. Ich habe jetzt gedacht, der würde jetzt wirklich hier die ganzen Reihe jetzt aufräumen. Das wäre natürlich zu nice gewesen. Das hätte ich zu hart abgefeiert.
Aber ist leider nicht der Fall. Gut, da wäre es auch übermächtig. Also das wäre ja dann wirklich hart, ey. Das würde ja gar keinen Spaß machen. Die würden ja alles da zerfräsen. So, und tschüss. Auch schön, wie sie die Muscheln an dem Kopf haben, ne? Geil. Okay, so. Dann da noch eine hin, dass wir da noch ein bisschen was haben. Das werden die so schaffen, dann mach ich mir keinen Kopf. Wie gesagt, die Amazon-Mist, die müssen wir kriegen. Alter! Oh, wir haben Apple. Sehr nice. Okay, sehr schön. Du dahin. Schlingtang hier hin. Du dahin. Dann du noch dahin. Sehr schön. Nein, die haben sich gegenseitig die... Geil, okay, das ist geil, das muss man merken. Die haben sich gegenseitig gerade eben die Beute abgenommen. Okay, ist ja interessant. Geil. Gut, das war jetzt natürlich nicht geplant. Also ein Stinktank voll für den Arsch, okay. So, du dahin. Du nimmst mal den mit. Du nimmst den mit. Sehr schön. So, einen setzen wir jetzt dahin, weil wir müssen ein bisschen vorbauen jetzt. Alter, der hat mehrere mitgenommen. Geil. Sehr schön. So, das machen wir jetzt gerade nochmal. Okay, also ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt im ersten Moment jetzt doch nicht so toll gefunden, aber der Schlingtang, dem ist ein spezielles Hammer hart drauf, ey. Ja, brutal. Brutal einfach nur. Sehr schön. Okay, und immer schön die Kohle abstauben für den guten Deppen Dave. Nimmt der auch wirklich zwei Zombies mit, wenn die zu nah sind? Oder macht er das nur im Spezial? Das will ich jetzt wissen. Okay, der nimmt nur eine mit. Also das heißt, das macht er dann nur im Spezial. Okay. Also der Schlingtang ist geil. Okay, der gefällt mir. Schlinge die Dinge, schlinge die Tangen, schlinge die Schlingtangen. Okay, Freunde. Das war mal ein sehr, das ist eine sehr interessante Welt. Und ich finde die auch sehr cool gemacht, auch von der Auffassung her. Nur irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht dabei so einfach bleibt. Aber gut, das sage ich, glaube ich, am Anfang jeder Welt. Und da bin ich jedes Mal gefistet worden. Schön Ellenbogen tief. Also, das war dann auch nicht mehr schön. Okay, gut. Dann nehmen wir mal unsere gute Belohnung. Und feiern mal ein bisschen, dass wir jetzt die ersten 5 Level hinter uns gebracht haben. Total nice. Und, okay, ich sag viel zu oft so. Das ist schon recht. Das ist schon richtig. Da kann man wirklich ein geiles Trinkspiel draus machen, wenn ich drüber nachdenke. Alles klar, Leute. Einmal zurück. Einmal zurück zur Weltkarte, wollte ich eben gerade noch sagen, wenn die Werbung steht und wir brauchen hätte, schwätze in dem Jahrhundert hoffentlich mal lernen, dass es auch funktioniert. So, das heißt, wir sind im nächsten Level. Okay, und wir kriegen, wenn wir das gemacht haben, kriegen wir auch den Schlingtang. Sehr nice. Da werden wir uns dann das nächste Mal drum kümmern. Aloha. Geil. Ohana heißt Familie. Also, wir kennen schon die. Ich denke mal, die alten Cartoon-Schauer, die wissen, wo das herkommt. Ohana, gell? Ohana heißt Familie. Ich glaube, so war das, ja. Na gut, kann das sein, dass ich mich irre, aber es soll eigentlich passen. Okay, Leute. Damit würde ich mal sagen, wir sind ziemlich weit gekommen. Wir haben die ersten 5 Level hinter uns gebracht, wie eigentlich in jedem Anfangslevel. Und wir haben noch eine sehr interessante Schlacht vor uns, was die Zombies angeht. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze hier entwickeln wird. Das wird auf jeden Fall sehr lustig werden. Auf entweder positive oder negative Art. Ich glaube nicht, dass es auf positive Art sein wird, wobei es auch geil wird. Also allein schon diese Staubsaugerschnappe waren so geil. War aber ein schönes Schnäppchen-Level. Schön. Und ja. Wir lassen uns mal überraschen, was da kommt. Ich gehe davon aus, dass die Zombies auch noch richtig abgefuckt werden. Also, ja. Lassen wir uns nicht von der schönen Idylle der ersten paar täuschen. Gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Freunde. Ich bin euer Arcadia Supreme. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, beziehungsweise einen Kommentar. Schaut doch gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Könnt ihr abonnieren oder sich auch schon mal andere Projekte mal ansehen. Ansonsten würde ich sagen, oben links kommen wir zum alten Part, wo wir uns gegen Dr. Thombos behauptet haben wieder, mit seinem im jurassischen Moor, wo wir den Schlüssel geholt haben für den Riesenwindstrand. Rechts kommt jetzt ein neuer Part, sobald der online ist, wo wir mit Level 6 weitermachen und mal schauen, wie weit wir kommen. In der Mitte könnt ihr abonnieren oder auf meinem Kanal vorbeischauen. Ansonsten sage ich vielen Dank, bis zum nächsten Mal, haltet die Ohren steif und ciao. Ciao.